Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie heute ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass Herr Landrat, Herr Böttcher als Familiebeauftragter in der Reihenfolge nach der EWI von der FDP, Herr Rosa von der Linken, Herr Schrane von der CDU, der Herr Ruhl, bei dem ich ganz herzlich bedanken möchte, dass wir hier die Möglichkeit haben, hier im Kursaal uns zu treffen und diese Veranstaltung durchzuführen, der Herr Nüssel von den Bündnis 90 Die Grünen und der Herr Tater für die Freien Wähler. Ja, und ich darf vielleicht auch sagen, wie den Mitstreiter hier im Kursaal von Bad Säckingen. Unsere Demokratie lebt von der Öffentlichkeit, der Partizipation der Menschen und dem Zusammenhalt in der Gesellschaft. Kritische Fragen zu stellen, andere Meinungen zu haben, das ist halt offene und kontroverse Diskussionen, Demonstrationen und Protest. Das alles ist legitim, nicht in Ordnung ist, wenn insbesondere in kritischen Phasen der Pandemie die Ängste der Menschen und ihre Verunsicherung instrumentalisiert und missbraucht werden von Rechtsextremen und anderen radikalen Gruppen. Sie wollen nicht die Gesundheit der Menschen, sie wollen die Spaltung der Gesellschaft und dafür reißen sie die Demonstrationen der wirklich Besorgten in einzelnen Fällen auch immer wieder bis zur Gewalt und Gewaltschaft auf. Dem müssen wir entgegentreten und ich glaube, es ist gut, dass wir uns heute zusammengefunden haben, frühzeitig, um auch den Dialog anzubieten. Ich bin wirklich sehr dankbar, dass wir heute gemeinsam und parteiübergreifend ein Zeichen für den Zusammenhalt in der Gesellschaft setzen. Wir dürfen nicht zulassen, dass eine lautstarke und zunehmend gewaltbereite Minderheit Solidarität in der Gesellschaft übertönt und angreift. Unsere heutigen Statements sollen dem entgegenhalten, dass wir das Gespräch suchen und dass wir füreinander da sind, wenn es darauf ankommt und dass sich diese Gesellschaft nicht spalten lässt. Wir werden nach der Reihenfolge jetzt hier unsere Statements auch vortragen und einfach auch nochmal das Positive in die Gesellschaft tragen wollen, dass wir den Dialog unterstützen. Und ich würde jetzt als erstes beginnen und sage, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, während der gesamten Pandemiezeit sind bei uns in Deutschland Spaziergänge unter Freiwilligen möglich geblieben, wenn dabei jeweils gelten Kontaktbeschränkungen eingehalten wurden. Für mich war das immer auch ein Zeichen dafür, dass wir der Pandemie nicht ohne Hoffnung und Zuversicht ausgeliefert sind. Jetzt werden ungenehmigte Demonstrationen, bei denen viele der Teilnehmer vorsätzlich gegen alle Corona-Regeln verstoßen, als Spaziergänge gelegt haben und damit einen Lichtblick ins Gegenteil verkehrt. Ungeimpfte, ohne Schutzmaske, ohne Abstand, eine Minderheit, so eine verkehrte Welt zu schaffen. Ich betone ausdrücklich eine Minderheit. Dass diese Versammlungen nicht genehmigt sind, ist das eine. Dass sie vorsätzlich das größtmögliche Infektionsrisiko auf die Straße bringen, liegt in der fünften Corona-Welle mit der hochansteckenden Omikron-Variante viel schwerer. Die Teilnehmer gefährden nicht nur für sich selbst Gesundheit und Leben, sondern gleichzeitig für jeden, der ihnen nahesteht, draußen auf dem Platz, in der Familie, unter Freunden. Protest ist legitim, aber die Aufmärsche sind nicht in Ordnung, wenn sie in einer kritischen Pandemiephase den Gesundheitsschutz in der Bevölkerung mit Absicht zusätzlich in Gefahr bringen. Und schon gar nicht, wenn sie von Rechtsextremen und anderen radikalen Gruppen initiiert und unterwandert sind, die zum offenen, gewaltbereiten Widerstand gegen den Staat aufrufen. Das werden wir nicht dulden, weil an dieser Stelle der Extremismus beginnt. Die Infektionszahlen steigen gerade Tag für Tag auf neue Höchstwerte, während die Impfnachfrage gleichzeitig leider wieder etwas nachlässt. Und deshalb lassen wir die häufig gezielt falschen Aussagen der Demonstranten nicht stehen, mit denen in der Bevölkerung immer weiter Unsicherheit und Verwirrung gestiftet werden sollen. Auch wenn Omikron leichter verläuft als die Delta-Variante des Virus und auch wenn die Zahl der Intensivpatienten mancherorts zurückgeht, die Infektionsrate ist um ein Vielfaches höher als bisher und zieht sich teilweise auch Geimpfte wieder mit ein. Damit sind der Verbreitung des Virus keine ausreichenden Grenzen gesetzt und wenn entsprechend viele Mitarbeiter im Gesundheitswesen anderen systemrelevanten Bereichen krankheitshalber ausfallen, gerät unsere sogenannte kritische Infrastruktur in Gefahr zu kollabieren. Um das zu verhindern,
werden gerade auf allen Ebenen Vorkehrungen getroffen und der beste Schutz dagegen ist aber, wie nach wie vor, dass möglichst viele Menschen bestmöglich geimpft sind. Und Boosterimpfungen bieten derzeit den höchsten Schutz, aber auch jede Malträgerimpfung trägt wesentlich dazu bei. Und das wird sicherlich auch hier meine nachfolgenden Redner das nochmal betonen, wie wichtig die Impfungen sind, insbesondere auch unserem heiligen Lehrbefragte. Deshalb macht auch die anstehende Debatte über eine allgemeine Impfpflicht Sinn. Um es klar zu sagen, hätten sich bereits mehr von uns impfen lassen, wären wir jetzt wahrscheinlich in einer besseren Situation mit etwas mehr Normalität. Und klar ist auch, wegen Omikron wird ein Impfpflicht nicht mehr helfen können, aber jeder, der sich jetzt stellt und vor allem wenn aufmacht ins Impfzentrum, der kann noch dazu beitragen. Und deshalb es ist mir wichtig, dass wir heute hier nochmal dafür werben und wenn von uns hier in der Runde von Vereinen, von Verbänden, von Gewerkschaften und anderen Säulen des gesellschaftlichen Zusammenhalts die Signale auch ausgehen, dass jeder seine Entscheidung nicht nur für sich, sondern auch in der Verantwortung für seinen Nächsten trifft, dann wird die Omikron-Welle möglicherweise doch nur noch zur Chance für die Normalisierung, auf die wir jetzt schon so lange warten. Aber auch wenn es uns das gelingt, muss uns klar sein, dass der Rechtsextremismus mit allen Mitteln versucht, wieder salonfähig zu werden. Und deshalb wird es auch zukünftig bei den Demonstrationen darauf ankommen, sorgfältig darauf zu achten, wer sich mit in der Reihe der berechtigten Interesse stellt, um den demokratischen Prozess auszuholen. Und lassen Sie uns zusammenhalten. Wir stehen für den Dialog mit Ihnen jederzeit bereit. Vielen Dank. Und jetzt gebe ich weiter an den Landrat Dr. Martin Kistler. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin, meine Damen und Herren. Lassen Sie uns als Gesellschaft zusammenhalten und nicht in Grabenkämpfe verfallen. Wir werden es nur gemeinsam schaffen, die Pandemie zu bekämpfen. Ich darf dafür drei zentrale Mittel nennen. Erstens, kontrovers diskutieren ja, respektloser, aggressiver Umgang nein. Zweitens, Verantwortung nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere Menschen und für die Gesellschaft insgesamt übernehmen. Und drittens, die Gefahr des Virus für die Gesundheit, aber auch für die Gesellschaft nicht kleinreden. Stattdessen sich impfen und dann auch boostern lassen. Vielen Dank und ich gebe den Ball weiter an den Pandemiebeauftragten unseres Landkreises Waldshut, Herrn Dr. Böttcher. Vielen Dank. 270 Menschen im Landkreis Waldshut sind verstorben, darunter ein 6-jähriges Kind. Baden-Württemberg-weit haben wir die Inzidenzquote von 500 mittlerweile überschritten. Im Landkreis Waldshut wird heute wohl die 800er Grenze erreicht. Wir gehen prognostiziert auf die 2000 bis 3000 Inzidenz in dieser Woche zu. Die Politik hat uns nicht immer hilfreich zur Seite gestanden, doch tatsächlich tut ein Gesundheitsminister, der von dem, was er sagt, auch etwas versteht, gut. So haben wir zwar viel Zeit ungenutzt verstreichen lassen und versäumt, den grundlegenden Fake News der Impfgegner auf politischer Ebene zu begegnen. Wir haben uns über die gespaltene Gesellschaft Amerikas echauffiert und gleichzeitig übersehen, dass solche Behauptungen auch unser gesellschaftliches Leben längst infiltriert haben. Für Kinder ist Corona nicht gefährlich. Spätfolgen der Impfung sind schlimmer als die Erkrankung. Impfen macht unfruchtbar. Der Impfstoff greift ins Erbgut ein. Impfung bringt nichts, da sich auch Geimpfte anstecken. Geimpfte stecken Ungeimpfte an. Im Spital Waldshut liegen lauter tote Geimpfte im Keller. Im September werden alle Geimpften sterben. Die Chinesen wollen uns ausrotten, um unser Land zu übernehmen. Das sind Äußerungen, die in den Praxen regelmäßig fallen. Ich möchte hier nicht all diesen Behauptungen erneut widersprechen, doch als Arzt beeindruckt mich Punkt 2 am meisten. Spätfolgen der Impfung sind schlimmer als die Erkrankung selbst.
Die Folgen von Long-Covid sind aktuell noch kaum überschaubar, aber die vielen Patienten, die mir von eingeschränkter Lungenfunktion nach 6 Monaten nach Infektion berichten, die Sportlerinnen, die nie wieder Leistungssport machen können, da die Schädigung ihrer Lunge so schwerwiegend ist, dass sie wohl nie wieder ihr Lebensziel verwirklichen wird können, die Gespräche mit den Angehörigen des 6-jährigen Kindes, vorgeschädigt, ja, aber verstorben an einer respiratorischen Schädigung der Lunge nach Corona, hat mich zutiefst erschüttert. 13.386 Corona-Todesfälle in Baden-Württemberg, 115.000 Corona-Tote in Deutschland, aktuell 17 Millionen Tote weltweit, sprechen doch eine deutliche Sprache. Wir haben als Ärzteschaft zusammengestanden, haben Hürden zum Gesundheitsamt, Landratsamt, zum Spital und den niedergelassenen Praxen abgebaut und so einen Strang gezogen. Ich denke, wir zusammen haben Großes geleistet. Über 70% Impfungen, Impfangebote über den gesamten Landkreis verteilt. Dennoch haben wir es nicht geschafft, einen Teil der Bevölkerung des Landkreises zu erreichen. Auch das hat mich persönlich niemals zur Proklamierung der Impfpflicht verleitet. Wir leben hier in einem freien Land und das soll auch nach meiner Meinung so bleiben. Spanien beispielsweise hat uns die Solidarität der Bevölkerung untereinander vorgebracht. Mit weit über 90% Impfungen gibt es dort keine Einschränkungen der Freiheit mehr, trotz Omikron. Ich appelliere hier an alle Bürgerinnen und Bürger, lassen Sie sich bitte impfen, schützen Sie Ihr eigenes Leben, das Ihrer Liebsten und Ihrer Mitarbeiter, Ihrer Nachbarn und aller Menschen, die Sie mögen oder auch derer, die Sie nicht mögen. So werden wir unsere Freiheiten wieder erlangen und nicht ein weiteres Jahr mit der nächsten Variante Corona in den Herbst ziehen. Bitte gehen Sie zur Impfung. Meine Damen und Herren, die Pandemie kann nur durch Impfungen beendet werden. Die Impfquote in Deutschland beträgt momentan sage und schreibe nur 72-73%. Von einer Herdenimmunität sind wir weit, weit entfernt. Daher mein Appell an alle hier: impfen, impfen, impfen. Wir alle wollen gesunde Familien und Gemeinden. Wir wollen eine gefühlte Kontrolle über unsere Gesundheit. Daher lassen wir uns impfen, um unsere Kinder vor vermeidbaren Krankheiten zu schützen, um unser Gesundheitssystem und unsere Krankenhäuser nicht zu überlasten, um nicht Operationen von Geimpften verschieben zu müssen, um Kindergärten und Schulen offen zu halten. Wir geben der schweigenden Mehrheit ein Gesicht. Bitte lasst euch impfen. Dankeschön. Lasst uns von der rechten Seite uns die Gesellschaft entspalten. Das ist sehr wichtig. Das kennen wir von 50 Jahren her. Und noch was anderes, lasst euch bitte alle impfen. Das ist wichtig. Ja, liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, wir merken alle und wir stellen fest, dass sich die Corona-Situation wieder verschärft. Deshalb schließe ich mich dieser Bitte auch an. Bitte lassen Sie sich impfen, warten Sie nicht ab, sondern schützen Sie sich selbst und Ihr Umfeld. Und als Ihr Abgeordneter bin ich immer für ein friedliches Miteinander eingetreten. Wenn ich jetzt aber Demonstrationen feststelle und erleben muss, die nicht nur von der rechten Seite unterwandert werden, sondern die auch in der Form aggressiv nicht nur gegen den Staat und gegen die Politik, sondern mittlerweile auch gegen medizinisches Personal sich stellen, dann ist hier eindeutig eine Grenze überschritten. Der Feind sind nicht die Mitmenschen. Der Feind ist das Coronavirus. Und nur wenn wir gemeinsam zusammenhalten, werden wir diesen Kampf auch gegen das Coronavirus gewinnen. Ich glaube, es ist auch an der Zeit, dass man symbolisch sich die Hände reicht, aber eben gemeinsam an einem Strang zieht.
und das eigentliche Ziel nicht aus den Augen verliert. Und das ist der Kampf gegen das Coronavirus. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, auch die Stadt Bad Schäckingen steht vor einer ganz, ganz schweren Zeit. Sie alle sind davon in unterschiedlicher Art und Weise betroffen. Es geht darum, ganz deutlich Haltung zu zeigen. Haltung zu zeigen, zugunsten unseres Staates einzustehen für unsere demokratischen Werte, aber einzustehen vor allem auch für das gesellschaftliche Miteinander. Wir werden, und da bin ich mir ganz sicher, die Pandemie in die Schranken weisen. Wir werden wieder unser ganz normales, unser mitgenommenes Leben zurückerhalten. Ich setze aber voraus, dass wir das machen, was die Wissenschaft uns dringend rät. Die Wissenschaft rät uns, lassen Sie sich impfen. Im Kreis Waldshut in der Stadt Bad Schäckingen gibt es vielfältige Angebote, Impfangebote, nutzen Sie sie. Lassen Sie es nicht zu, dass eine radikale Minderheit unseren Staat, unsere Gesellschaft spaltet. Wir werden auch heute wieder in unserer Stadt sogenannte Montagsspaziergänger erleben. Ich habe überhaupt nichts gegen Demonstrationen, gegen die Versammlungsfreiheit. Diese ist existenziell für unseren demokratischen Staat. Selbstverständlich sind, egal wie die Pandemie sich auswirken wird, Demonstrationen weiterhin erlaubt. Sie sind aber nur erlaubt, wenn sie auch angemeldet werden. Ich kann den Mitläufern dieser heutigen Demonstration nur zurufen, geben Sie sich zu erkennen, stellen Sie einen Antrag, führen Sie eine Demonstration so durch, wie es unser Versammlungsrecht fordert. Im Übrigen, eines macht mich persönlich sehr wütend, wenn es heißt, wir leben in einer Diktatur, beziehungsweise wir kommen in eine Diktatur zurück. Die Bundesrepublik ist ein Rechtsstaat, auf dessen Erfolge wir alle zu Recht stolz sein können. Das sollten wir uns täglich vergegenwärtigen. Es ist nicht selbstverständlich, was für einen Staat wir leben. Ich kann deshalb nur noch mal bitten, gehen Sie zur Impfung, gehen Sie zur Impfung. Wir alle, sei es die Seniorinnen und Senioren, sei es die Jugendlichen, sei es auch die Vereinsmitglieder, wir alle haben genug gelitten. Solidarität ist ein Eckpfeiler unserer Gesellschaft. Solidarität setzt voraus, dass man nicht nur an sich selbst, sondern auch an die Mitmenschen denkt. Aus diesem Grund lassen Sie sich impfen. Dann werden wir die Pandemie besiegen und bleiben Sie gesund. Vielen Dank an alle, die hier aktiv an der Bekämpfung der Pandemie mitwirken und natürlich auch an die ganz, ganz große Masse der Bürgerinnen, an Sie, liebe Säckingerinnen und Säckinger, die sich ganz genau an die Auflagen halten und die sich ihrer eigenen Verantwortung auch bewusst sind. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die gesamte Gesellschaft steht aktuell vor einer unfassbaren Herausforderung und einer Zerreißprobe, wie zumindest ich sie in meinem Leben noch nicht erlebt habe. Parteiübergreifend und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus Landtag, Bundestag, dem Landrat, Bürgermeistern sowie dem Pandemiebeauftragten des Landkreises und vielen weiteren Akteuren bitte aber ich, auch nicht Sie darum, setzen Sie sich dafür ein, dass unsere Gesellschaft nicht entzweit wird. Geben Sie den Spalterinnen und Spaltern keine Chance und glauben Sie nicht die Verschwörungserzählungen, die in den sozialen Netzwerken kursieren und von verschiedenen Seiten propagiert werden. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich will eines klarstellen, das von manchen böswillig verdreht wird. Auch für mich und für alle, die wir hier sitzen, gelten die Regeln und Einschränkungen ebenso. Wir können Ihre Sorgen und Nöte also nachvollziehen. Auch wenn ich natürlich zugeben muss, weder Besitzer eines kleinen Geschäfts in der Altstadt zu sein, noch als Gastwirt ein Restaurant bewirtschaften zu müssen. Aber ich bin für Sie jederzeit erreichbar und bin mir sicher, auch alle weiteren Akteure in diesem Video nehmen Ihre Fragen, Bitten und Sorgen jederzeit ernst und wir alle unterstützen Sie zu jeder Tages- und Nachtzeit dabei, in dieser schwierigen Zeit nicht die Hoffnung zu verlieren. Kommen Sie daher jederzeit auf uns zu. Wenn wir alle an einem Strang ziehen und dann noch in dieselbe Richtung, können wir dem Virus gemeinsam die Stirn bieten, Menschenleben retten und dafür sorgen, dass die Gesellschaft nicht zerbricht. Ein wichtiger Schritt dazu ist es, dass wir auch weiterhin vorsichtig agieren und Kontakte reduzieren. Ebenso ist die Impfung gegen das Coronavirus elementar wichtig. Mit der Impfung schützen Sie nicht nur sich selbst, sondern auch Ihre Mitmenschen. Ich kann Ihnen als Chemie- und Bioingenieur versichern, dass alle Impfstoffe sicher und wirksam sind
Nebenwirkungen treten nur extrem selten auf. Wenn Sie noch keine Impfung erhalten haben oder Ihre Boosterimpfung anstecken, informieren Sie sich deshalb bitte auf den Seiten des Landkreises und machen Sie einen Impftermin aus. Kommen Sie dem Virus zuvor und lassen Sie sich impfen. In Zeiten wie diesen braucht es Helden. Denn den Heldinnen und Helden dieser Zeit, die Pflegerinnen und Pfleger, dem Personal im Einzelhandel und vielen weiteren möchte ich von Herzen für Ihren unermüdlichen Einsatz danken. In dieser Zeit braucht es aber noch mehr Helden. Werden auch Sie daher zur Heldin oder zum Held mit Vorsicht, Umsicht und Impfung. Vielen Dank. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir stehen jetzt vor der fünften Welle in der Corona-Pandemie und wir können gut verstehen, dass der eine oder andere müde geworden ist. Aber ich glaube, wir sollten uns auf das Fundament unserer Gesellschaft besinnen. Das Fundament unserer Gesellschaft ist die Freiheit. Und die Väter des Demokratiegedankens haben schon klar definiert, die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des anderen beginnt. Wenn wir dann über Gesundheit sprechen, über körperliche Unversehrtheit, da wird sehr schnell, denke ich, sehr deutlich, dass hier das Ende der Freiheit des Einzelnen ist, der mich, der andere im Zweifel gefährdet. Und wenn ich Freiheit ohne Verantwortung wahrnehme, dann begebe ich mich in den Egoismus. Deshalb ist es meine dringende Bitte an alle, gehen Sie in dieser Situation verantwortungsvoll um. Sie haben es immer wieder gehört, auch heute wieder. Es gibt wenige Möglichkeiten aus der Pandemie. Der beste Weg ist die Impfung. Es gab im Landkreis also viele Impfmöglichkeiten. Es gibt morgen in Wehr, Ende der Woche in Bad Säckingen weitere Impfmöglichkeiten. Und jeder Geimpfte schützt eben nicht nur sich selbst, sondern er schützt alle anderen auch. Wir haben, glaube ich, im Landkreis bitter erfahren, und ich kann auch für meine Stadt das sagen, wie tödlich das Virus ist. Deshalb nochmals, achten Sie aufeinander und impfen Sie sich, lassen Sie sich impfen. Denn am Ende gilt für unsere Gesellschaft vor allem eines: Wenn wir unsere Freiheit schützen wollen, dann können wir das nur mit Vernunft, mit Verantwortung und in Solidarität miteinander. Darum bitte ich Sie. Darf ich mich bei allen Teilnehmenden ganz herzlich bedanken, weil mir dieses Bündnis für das Zusammenhalten in der Gesellschaft, für Demokratie und gegen Rechtsextremismus auch so leben und jetzt auch umsetzen. Wenn sich noch andere bei uns anschließen, dann glaube ich, dass wir einen guten Start heute haben. Und, bedanken auch bei der Presse, weil das mit dazugehört, neben denjenigen, die auch angegriffen werden. Wir haben bisher in unserer Region ja durchaus Glück gehabt, wir haben friedliche Demonstrationen gehabt, aber die Presse auch dazugehört, die in Frage gestellt wird. Und danke, dass Sie gekommen sind, Frau Schindler-Bayer, und auch uns helfen, dass unseren Ansatz, unsere Botschaft der Dialoggemeinschaft zu transportieren. Wenn Sie noch Fragen hätten, glaube ich, würden wir noch kurz zur Verfügung.